Naja, ich habe den weißen Kittel an den Nagel gehängt, weil im Tatort trage ich ja meistens grün oder blau. Mhm. Das heißt, du arbeitest nicht mehr als Arzt in der JVA Werl? Heute genau seit 7 Monaten. Was vermisst du und was nicht? Ich vermisse den Kontakt mit meinen Patienten. Eine ganze Reihe davon kenne ich ja verdammt lange, schon über 32 Jahre. Das vermisse ich, also diese ärztliche Tätigkeit, dieses Netto-Arzt-Sein, also fühlen, tasten, untersuchen und diagnostizieren und behandeln. Was ich gut verzichten kann, sind die Reibungsverluste, die institutionellen Reibungsverluste, das Motivieren, Animieren. Das kann ich gut entbehren. Denn selbst im Gefängnis gibt es viel Bürokratie. Naja, klar, das ist eine Institution, eine absolute Institution. Da muss alles dokumentiert werden. Da muss man alle mitnehmen, da wo sie sind, abholen, wo sie sind, mitnehmen. Und dann auch noch überzeugen, dass man ein vernünftiger Arzt ist und auch von Sicherheit eine gewisse Ahnung hat. Du hast mal gesagt, dass du im Gefängnis Arzt, Motivator und auch Animateur warst. Wie ist das zu verstehen? Denn die JVA Werl ist ja wirklich ein Gefängnis für die ganz schweren Jungs. Ne? Da sitzen, glaube ich, so ungefähr 1000 Männer im Alter zwischen 24 und 78 Jahren. Ja. Also schon schwere Gewaltverbrecher. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis und wir haben die größte Sicherungsvermahrung in Deutschland mit 140 Plätzen voll belegt. Ja, man ist zu 50% ist man Arzt, zu 30% ist man Motivator. Das heißt, man muss die Patienten motivieren, man muss die Mitarbeiter motivieren, immer wieder irgendwo das zu machen, was man gerne machen möchte. Und man muss auch noch so animieren, dass es allen irgendwie auch Spaß macht. Also das, was ihr gleich am Anfang hier gemacht habt, so habe ich nicht ganz meinen Tag angefangen, aber so fast. Du hast, und das finde ich unglaublich interessant an deiner Vita, schon als Jugendlicher oder als Kind, vielleicht verrätst du es uns gleich, Kontakt gehabt zu straffälligen Menschen. Und zwar auf dem Bauernhof, auf dem du aufgewachsen bist. Wie kam es dazu? Ja, mein Vater hat zwischen den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre bis Anfang der 70er Jahre, hat er auf seinem Hof mitten in diesem 800-Seelendorf, weil Einwohner kannte man damals noch nicht, weil alle katholisch waren, 800-Seelendorf, hat er meistens 3 oder 4 Zuchthäusler, entlassene Zuchthäusler aus den umliegenden Zuchthäusern, so hieß das ja noch bis 1969, aus Dietz an der Lahn und Butzbach beschäftigt. Und das waren verwegene Gestalten, die saßen dann an der langen Tafel, immer auf der anderen Seite, mein Vater hier, ich als Erstgeborener da, mein Bruder irgendwo, meine Mutter nah am Herd natürlich, und auf der anderen Seite saßen dann verwegene Leute, die halt auch manchmal morgens nicht da waren. Wie hat das auf dich gewirkt als Kind? Also hast du da keine Angst gehabt? Ich fand das normal. Die waren halt da und ich wusste auch nicht, was die gemacht haben. Das hat mich ja nicht weiter interessiert. Die waren halt da. Wenn ich das heute erzähle, denkt man immer, wenn das heute ein Bauer machen würde, mitten in einem kleinen Dorf 7 Ex-Zuchthäusler zu beschäftigen, dann wäre die Hölle los. Ich fand das damals normal. Die wechselten auch immer mal, weil manche flohen nachts, um den Anzug meines Vaters geklaut. Das merkte er als Bauer natürlich erst 3 Wochen später, weil die haben nicht jeden Tag die Anzüge gezählt. Und der war auch nicht nachtragend und hat das weitergemacht. Und ich hatte sogar auch eine gewisse Zeit einen Pflegebruder, der auch ebenfalls irgendwie aus Kinderheimen und aus Jugendarrestanstalten kam. Oh. Wir haben gerade ein Bild gesehen, das warst du als kleiner Junge. Du bist der erstgeborene Sohn. Ne? Warum hast du den Bauernhof nicht übernommen? Das war doch damals noch so. Naja, das war der Plan meines Vaters. Also entweder wirst du Bauer oder du wirst Priester. Oh. Beides war nicht verlockend, muss ich sagen. Also, wobei ich den Bauern noch eher gegeben hätte als den Priester, in dieser Zeit jedenfalls. Nein, klar, als Erstgeborener war man ausgeguckt für die Nachfolge natürlich. Und es ist alleine unserem Hausarzt zu verdanken, die ja damals noch in die Häuser kam. Der kam mittags und saß dann auch mit an diesem großen Tisch. Und dann gab es was zu essen. Das kennt man noch aus den Fernsehserien, Landarzt und ja, so. Aus Fernsehserien. Also Städter kennen das nur aus Fernsehserien. Ja, genau. Aber damals war er wirklich noch da. Und er sagte zu meinem Vater, Jupp, dein Sohn ist klug, den schickst du jetzt aufs Gymnasium.
Und damals machte man noch, was Ärzte sagten. Ja? Und er hat es gemacht. Und ich halte das im Nachhinein für eine der größten Entscheidungen meines Vaters, ganz gegen Tradition aus 1500, schlag mich tot, einfach zu sagen, nein, es ist eine andere Zeit und jetzt lässt du ihn gehen. Mhm. Das war, glaube ich, die klügste Entscheidung für mich. Und eine Entscheidung, vor der ich im Nachgang einen heilen Respekt habe. Weil das war nicht so leicht, in dieser Zeit so eine Entscheidung zu treffen. Also, wir gerade sind bei Eltern und den Berufswünschen der Kinder, würde ich gerne mal Dagmar Koller fragen. Ich weiß, dass Sie eine sehr strenge Mutter hatten. Das haben Sie in vielen Interviews schon erzählt. Wie fand die das, dass es Sie auf die Bühne treibt, dass Sie Tänzerin werden möchten? Ja, sie war auch der Grund, weshalb ich in eine Ballettschule kam, weil ich ja so krumm gegangen bin. Mein Bruder war so ein hübsches Kind und ich war ein hässliches Kind. Das hat sie auch immer wieder gesagt. Und hat sie gesagt, so ein pechgrades Mädel heißt gar nichts. Die ist, also, wie sie geht. Und dann war ich durch meinen Bruder, der ja älter war als ich, immer mit dem Buben zusammen und gar nicht mädchenhaft. Und da hat sie von einem Arzt gesagt, kriegt die hat Spreizfüße. Ein Arzt hat ihr gesagt, na, das Kind hat Spreizfüße, die müsste Einlagen haben, die müsste Training machen mit den Füßen, immer auf den Zehenspitzen, auf den Ballen so gehen, dann wird das sich auswachsen. Hat sie gesagt, wie soll ich das? Ich bin ja alleinerziehende Mutter und im Büro bei den Engländern. Mit Sprachen hat sie uns ja sehr früh dann mit in Verbindung gebracht. Also hat sie mich in eine Kinderballettschule geschickt. Und das war für mich der erste, ich werde es nie vergessen, ich war in Klagenfurt, das war so eine Ballettschule, Haslinger hieß die. Und da musste ich also antreten und habe so ein Spielhosel in Pink, also Pink-Blau gehabt. Das habe ich angehabt. Die Kinder, die dort waren, waren alles Kinder von Ärzten und so schon mit Tütü und standen das mit 5 Jahren an der Stange. Und Ihre Mutter war eine alleinerziehende Mutter, muss man dazu sagen. Ne? Und hat mich dahin gebracht und am ersten Tag habe ich einmal mich angemacht vor Aufregung. Und dann war das eine sehr gute alte Dame. Die angepieselt da, oder was heißt das? Angemacht, angeludelt. Oh, oh, wie sagt man denn bei euch in Bayern? Die Hose gemacht. Oder wo wir, ja, das, ja, wo ins Röckchen, ins Tütü. Ja, ins Röckchen. Ja. Ja, also es war ja nur ein Spielhosel, das ich anhatte. Und dann hat eine sehr gescheite Lehrerin gleich gemerkt, ah, das Kind ist aber sehr aufmerksam, schämt sich, was sie da gemacht hat. Und von da an wusste ich, welchen Beruf ich werden möchte. Ich habe von 5., 6. Lebensjahr an gewusst, ich will Tänzerin werden. Und ich habe es auch durchgesetzt bis zum 20. Lebensjahr, bis ich dann bemerkt habe, obwohl ich in Sadler-Wells studiert habe, im Studio Wacker in Paris, überall, dass ich nie mitgekommen bin mit dem Ballett der Engländer. Die Engländer waren einfach uns voraus. Aber Frau Koller, was hat Ihre Mutter gesagt, als sie gemerkt hat, dass Sie wirklich da einen Beruf draus machen? Denn das war ja eigentlich nur gedacht gegen die hässlichen Füße. Ja. Ne? Dann meine Mutter war eigentlich... Hat sie irgendwann Respekt empfunden? Nein, aber die Begeisterung hat sie mitgekriegt, dass ich als Kind so begeistert war vom Ballett und vom Tanzen. Ah, okay, da würde ich gerne wieder zurückgehen zu Joe. Ja. Was hat dein Vater gesagt, als er merkte, du hast deine Leidenschaft gefunden in der Medizin? Da war er zufrieden, aber ähnlich wie bei Dagmar war es bei mir so, am Anfang habe ich ja Theaterwissenschaften, Germanistik, Politik studiert. Und als er dann gefragt wurde von Nachbarn, was macht denn dein Sohn, hat er gesagt, frag mich nicht, irgendwas mit Augsburger Puppenkiste oder so, furchtbar. Also er war immer irgendwo, das fand er ganz schlimm. Als ich dann nach Hause kam, Jahre später, und sagte, jetzt studiere ich Medizin, war er erkennbar erleichtert, weil das war natürlich im Ranking dessen, was man werden kann, natürlich dramatisch mehr als Theater, wobei ich das Theater immer sehr geliebt habe. Aber gut, man muss ja von irgendwas leben. Und die Medizin war die zweite Liebe, damit war er sehr einverstanden. Er hat es leider Gottes nicht mehr erleben müssen oder dürfen, dass ich fertig war damit. Mhm. Aber ich denke, er weiß es. Da wäre er stolz gewesen, oder? Wir haben ein Foto von dir. Ich weiß nicht, ob das so die Studienzeit war. Auf jeden Fall sieht es aus wie Studienzeit. Deine Haarpracht war noch leicht anders als jetzt. Das kann ich dir genau sagen. Man muss sagen, und wer sich jetzt in Sicherheit wiegt hier in dieser Runde, der irrt. Wir haben nämlich noch mehr. Es gibt noch mehr von diesen zwei. Du musst einfach nur die Mütze runternehmen.
Aber wie alt warst du, Joe? Also das Bild ist gemacht worden einen Tag, bevor ich zur Bundeswehr musste, weil ich wollte das einmal noch dokumentieren für die Nachwelt. Da war ich 22 oder Ende 22. Und es hat genau 17 Minuten 44 Sekunden gedauert, diese ganze Haarpracht zu reduzieren auf ganz kurz. Oh. Weil so lange ist in der Garda da wieder gelaufen. Das, weil dieser Zeit mag ich diese Platte nicht mehr hören. War das Golden Earring? In der Garda da wieder. Man. Iron Butterfly in der Garda da wieder. Dauert 14 noch was. Und dann fing er erst mal an. Und ich habe dann damals gesagt, ich will mit Haarnetz Erlass, gehe ich doch nicht zur Bundeswehr. Mache ich auf keinen Fall, wenn schon, denn schon. Und ein Questman oder ein Killer. Also ich habe das halt dann so gemacht. Und seit damals ist es nie wieder gewachsen. Gewachsen vielleicht schon, aber nicht da, wo ich es will. Ein sehr wiedererkennbares Aussehen durch die Frisur, die du jetzt trägst, also ja, eben die Nicht-Frisur, die du trägst. Ist es richtig, dass bei deinem ersten Job, den du im Haftkrankenhaus antreten wolltest, dass der Chef da gesagt hat, nee, den Job kriegt er nicht, weil er sieht der Klientel zu ähnlich? Ja, man muss sagen, ich hatte schon die Zusage aus der Behörde und habe darauf insistiert, meinen zukünftigen Chefarzt sehen zu müssen, zu wollen. Weil im Knastkrankenhaus kannst du ja nicht einfach vor das Sekretariat gehen und warten, bis Gott rauskommt und sagen, hallo, ich bin der Neue. Also habe ich sehr drauf gedrängt. Und dann sind wir uns begegnet und es war auf den ersten Blick eine sehr sympathische, so wie zwischen uns beiden. Also ich dachte, wir sind so. Ja. Und zwei Tage später schreibt er ein Schreiben an die Behörde, in der er, um es auf den Punkt zu bringen, meinte, aufgrund meines Äußeren, meines Art des Redens, wie ich auftreten würde und mich geben würde, hätte ich bereits jetzt so eine große Nähe zum Klientel, dass er dringend davon abrate, mich, egal in welcher Funktion auch immer, in der Justiz zu beschäftigen. Der sah mich also quergestreift und mit Kugel am Bein. Das war das Einzige, was der sich vorstellen konnte. Und dann wurde aus meinem Engagement erstmal nichts, weil ich natürlich gegen so eine Haltung nicht sofort opponieren wollte. Gut, damals war er der Chef, heute bin ich das gewesen und so kann es kommen, wenn man nicht aufpasst und solche Leute wie mich einmal reinlässt. Wie haben eigentlich die Insassen das empfunden, dass du abends im Tatort zu sehen warst? Haben die dich am nächsten Morgen bei der Visite darauf angesprochen? Am Anfang ja. Also als ich da anfing, hat mich furchtbar gesagt. Ach, die Sachen sitzen ja auch alle mehrere Jahre. Die sitzen im Berl, sitzt man schon mal 20, 25, 30 Jahre. Mein ältester Patient ist letztes Jahr im 50. Jahr der Haft gestorben. Also man ist lange dort und hat viel Zeit, auf Fernsehen zu gucken. Also schauen Sie sich auch das an, was ich mache. Und am Anfang kamen noch professionelle Mörder und haben mir erklärt, dass man die Waffe anders halten muss. Das ist dann so Daumen, Chips aus erster den Hand. Daumen wegreißt oder sowas. Und Sie haben sich immer höflich bedankt. Ja, ja. Natürlich habe ich mich bedankt. Ich finde einfach einen professionellen Rat einfach immer sehr angemessen. Nehme ich gerne an. Also, ich muss sagen, am Anfang mochten Sie mich vor allem nicht wegen der Rolle des Dr. Roth, sondern von dem, was sie vorher kannten. Also den habe ich ja nur Zuhälter, Mörder, Totschläger gespielt und so ein Zeug. Weil mit dem Gesicht, was ich habe, kriegst du nichts anderes angeboten. Oh. Da kommst du nicht in die Sachsenklinik als Chefarzt oder so. Nein. Und dann, das mochten die mehr. Also das war so etwas, wo, hey, das ich ist find, einer. Ich finde, du bist ein total guter Typ, aber du hast recht, so Dr. Brinkmann ist anders. Ja. War ja jedenfalls so nicht in der Schwarzwaldklinik. Das richtig ist schon klar. Ja, also das fanden die schon klasse. Und mit der Zeit war es halt dann so, dass ein Stück weit auch, muss man ehrlicherweise sagen, ein Teil davon auch ganz stolz war. Da bekommst du die ersten Kosenamen. Am Anfang war ich noch Kojak, dann war es Doc Hollywood und so weiter. Ah, also das war, wenn du sowas im Knast bekommst, so eine kleine Kampfnamen, dann weißt du, du bist jetzt langsam angenommen und angekommen. Ja. Und das mochte die mehr. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit hier noch mal wieder einen Killer gespielt. Da hatte ich großen Response, weil die gesagt haben, der Alte kann es doch noch, das hat er nicht verlernt. Aber das war schon etwas, was mir auch Sympathie gebracht hat, auch manchmal natürlich Antipathie. Mhm. Weil wenn ich das nicht gemacht habe, was ein Patient unmittelbar von mir wollte, mit großem Nachdruck, dann hat er gesagt, hey, gehen Sie doch gleich nach Hollywood. Und so, ja, dann kriegst du natürlich auch Tomaten in die Fresse, du kriegst nicht nur Lob. Aber das ist auch okay.
Wie lange kann man denn als Gerichtsmediziner im Tatort noch arbeiten? Wann geht man da in Rente? Wenn ich mit dem Rollator zur Leiche schieben muss, Es gab auch schon große Kollegen, die lange Jahre im Rollstuhl gespielt haben. Einige werden es wissen, ne? Die Alten unter uns. Also das glaube ich eher nicht, aber das wäre eine Herausforderung. Also ich denke mir, ihr werdet mich noch ein paar Tage aushalten müssen oder ein paar Jahre, und weil ich fühle mich gerade sehr gut. Mhm. Den Eindruck machst du auch. Wir freuen uns auf den nächsten Fall. Joe Maus!